Morgensport hat Gold im Mund. Dass dieser abgeleitete Spruch der Wahrheit entspricht, zeigt sich am Tag des Sports, als Sportminister Klug um 9 Uhr zu einer Radsternfahrt lädt und mehr als 300 Menschen mitmachen. Ich bemühe mich als Sportminister, auch möglichst viele Menschen für die Bewegung und für den Sport zu begeistern. Der 15. Tag des Sports ist aber nicht der Anlass zu dieser Aktion, sondern die erste europäische Woche des Sports, mit der die Europäische Union dem Bewegungsmangel den Kampf ansagt. Wir sehen in Europa einen Trend, der sehr beunruhigend ist. In vielen Ländern stagniert die Beteiligung im Sport oder der körperlichen Aktivität. In manchen Ländern ist es sogar rückläufig. Und das ist natürlich teuer für eine Gesellschaft und für die Wirtschaft allgemein. Daher unterstützt auch nicht nur ÖFB-Teamchef Marcel Koller die Aktion, sondern viele Olympiasportler wagen sich auf mehr oder minder bekanntes Terrain. Erstmal war eh klar, dass ich jetzt dabei bin bei einer Radtour. Das ist ja meine zweitliebige Sportart nach dem Wasserspringen. Bin auch ganz stark dabei. Also für mich wird es auf jeden Fall gemütlich werden und ja, Tipps braucht man bei so einer Veranstaltung eigentlich nicht geben. Das wird jetzt sicher auf einer gemütlichen Basis und da geht es ja nur um Just for Fun. Auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, die Aktion Be Active hat einen ernsten Hintergrund. 60% der Europäer betreiben selten oder nie Sport. Botschafter Benjamin Kadel weiß, wo man den Hebel ansetzen muss. Das ist der Aufruf von mir. Die Eltern sollen die Kinder motivieren und mit den Kindern hinausgehen in die Natur. Es muss nicht Sport sein, es braucht nur Bewegung sein. Es gibt Downhill-Parks, es gibt Klettergärten, Hochseilgärten, ein Zwergenpark, ein Rutschenpark und es gibt so viele Sachen, was man machen kann, man sollte es auch nutzen. Vor allem als Familienväter mittlerweile wissen es sehr zu schätzen, dass es einfach ein Riesenangebot gibt für Kinder, um Sport zu betreiben, Sport anzuschauen, ja, und dann hoffentlich auch bei gewissen Vereinen oder gewissen Sportarten hängen zu bleiben. Denn wer als Kind schon mit dem Sport beginnt, der bleibt auch als Erwachsener in Bewegung. Und je älter als man wird, glaube ich, desto wichtiger wird das Ganze, dass man sich bewegt, Sport betreibt und so hat man ein besseres Lebensgefühl dann. Das kann auch Bundeskanzler Faymann bestätigen, der Sportminister Klug beim Projekt Rio-Stand einen Besuch abstattet. Ich versuche zweimal in der Woche irgendwas zu machen, was mit Bewegung zu tun hat, wie Radfahren ins Büro oder kurz ins Fitnesscenter. Lieber würde ich Bergsteigen und Skifahren, aber dafür ist im Moment keine Zeit. Sport steht aber nicht nur für Bewegung und Spaß am Spiel. Er dient auch der Charakterbildung und dem Zusammengehörigkeitsgefühl. Ein mehr als aktuelles Thema. Er steht für Begeisterung, er steht natürlich auch für Emotion, aber der Sport steht auch für das Brückenbauen zu Menschen, unabhängig von der Herkunft, unabhängig von der Rasse, von der Religion, von der Hautfarbe. Er versucht Brücken zu bauen und steht auch für Respekt und Wertschätzung. Ja, es ist wurscht, ob schwarz-weiß, welcher Herkunft auch immer, man ist dann im Sport schon Freund und Feind gleichzeitig, aber natürlich außerhalb des Weltkampfes Freund und es ist verbindend. Ich glaube, über das Sportliche, über das Spielerische kann man einfach so auf der menschlichen Ebene so richtig viel erreichen, was man sonst wahrscheinlich in einem Gespräch nicht schafft. Sport, Kunst, Kultur ist über die Grenzen, hat auch eine eigene Sprache, ist oft einfacher, als wenn Politiker sich treffen. Betrachtet man die Begeisterung am Tag des Sports, so kann sie durchaus beispielgebend für ganz Europa sein. Es ist eine ganz, ganz große Herausforderung zu sagen, wir ändern das Verhalten von Menschen mit einer europäischen Kampagne, aber wir probieren halt einen Beitrag zu leisten. Wir haben eine Woche, wir wissen, eine Woche reicht nicht, aber wir können die Aufmerksamkeit erzeugen. Aufmerksamkeit, die auf dem Wiener Heldenplatz schon seit 15 Jahren besteht und dank der Radsternfahrt auch innerhalb der EU zuteil wird. Das war ein guter Start für den Tag des Sports.